CSU-Fraktion hat der Kollege Dr. Franz Josef Jung das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass die Religions- und Glaubensfreiheit ein elementares Menschenrecht darstellt, in allen internationalen Menschenrechtsvereinbarungen beinhaltet ist und es trotzdem die Wahrheit ist, dass wenn Sie in den Nahen und Mittleren Osten schauen, dass wenn Sie nach Afrika schauen, dass wenn Sie nach Zentralasien schauen, wenn Sie Nordkorea und China ins Blickfeld nehmen, dass trotzdem hier die Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird. Und deshalb ist es notwendig und wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass hier mehr Akzeptanz für die Religionsfreiheit weltweit geschaffen wird, auch mit einem derartigen Bericht, den wir hier einfordern von der Bundesregierung, und wir uns da inhaltlich mehr mit auseinandersetzen wollen, um der Religionsfreiheit weltweit mehr Akzeptanz zu verschaffen. Dies dient den Menschen, dies dient der Freiheit und dies dient auch einer friedlichen Entwicklung in dieser Welt. Und meine Damen und Herren, es ist darauf hingewiesen worden, in Nordkorea wird der Besitz einer Bibel mit dem Tode bestraft. Der menschenverachtende Terror der ISIS gegen Jesiden, gegen Christen, gegen Schiiten ist hier eindeutig, leider Gottes, hier feststellbar. Herr Beck, Sie haben recht, dass es für alle Religionen gilt. Aber nach den Berichten, die wir zur Kenntnis nehmen, sind immerhin 100 Millionen Christen auf dieser Welt, die verfolgt werden. Und von daher, glaube ich, muss man auch deutlich machen, was gestern der Global Peace Index festgestellt hat, dass er gesagt hat, wo die Freiheit der Religion bedroht ist, ist auch die friedliche Entwicklung eines Landes bedroht. Und deshalb, denke ich, ist es notwendig, dass wir hier der Religionsfreiheit mehr eine Stimme geben, auch im politischen Prozess eine Stimme geben und dies weltweit umsetzen. Papst Franziskus hat bei der Heiligsprechung von Josef Fass in Sri Lanka, der sich trotz Verfolgung für das friedliche Zusammenleben der Religionen eingesetzt hat, zu Recht formuliert, Religionsfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht. Er hat auch in der Liturgie an Ostern deutlich das angesprochen. Ich hätte mir gewünscht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass auch in der einen oder anderen katholischen Kirche in Deutschland das deutlicher artikuliert worden wäre. Und auch der Evangelische Kirchentag hätte in Stuttgart das Thema mehr in den Mittelpunkt rücken können, meine Damen und Herren. Nach Artikel 4 unseres Grundgesetzes gehört die Freiheit des Einzelnen, einen Glauben zu bilden, zu haben, zu äußern und entsprechend zu handeln, aber auch die Religion zu wechseln oder auch keinen Glauben zu haben, zum Thema der Religionsfreiheit. Wir bekennen uns als Christdemokraten eindeutig dazu, diesem Recht weltweit mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu verschaffen. Und ich denke, das ist auch gerade Sinn und Zweck unseres Antrages, dass durch einen derartigen Bericht der Bundesregierung wir hier die Möglichkeit haben, dies noch mehr auch in die Öffentlichkeit hineinzutragen, auch darüber hier zu debattieren, um der Religionsfreiheit mehr Akzeptanz zu verschaffen. Die Religionsfreiheit ist die tragende Säule für eine freiheitliche, für eine tolerante Gesellschaft. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir uns diesem Thema mehr annehmen. Ich darf noch ein Zitat, das noch einmal unterstreicht, von Papst Benedikt hervorholen, der formuliert hat, die Religionsfreiheit ist eine echte Waffe des Friedens mit einer geschichtlichen und prophetischen Mission. Sie bringt in der Tat die tiefsten Eigenschaften und Möglichkeiten des Menschen, die die Welt verändern und verbessern können, zur Geltung und macht sie fruchtbar. Sie erlaubt, die Hoffnung auf eine Zukunft der Gerechtigkeit und des Friedens zu nähren. Und deshalb, glaube ich, ist gerade die Religionsfreiheit, wie sie in unserem Grundgesetz formuliert ist, der Grundsatz, dass eben niemand befürchten muss, dass, weil seine Kinder eine bestimmte Religion haben, dass sie dann nicht in die Schule gehen dürfen. Oder dass niemand befürchten muss, ins Gefängnis oder durch Folter bedroht zu werden oder gar mit dem Tod
weil er eine entsprechende Religion hat. Oder dass niemand befürchten muss, beispielsweise, dass seine Familie entsprechend bedroht wird wegen der Religion. Und deshalb, glaube ich, ist die Botschaft unseres Grundgesetzes in diesem Zusammenhang eindeutig. Und ich füge auch hinzu, das gilt für die Religionsfreiheit, das gilt aber auch dann für die Werte unseres Grundgesetzes, auch dann deutlich zu machen, dass in dem Zusammenhang die Scharia keinen Platz in dieser Werteordnung hat, weil das mit Religionsfreiheit aus meiner Sicht nichts zu tun hat, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, das menschenverachtende Vorgehen von ISIS bedarf deshalb eines klaren Widerstandes durch eine wertegebundene Außen- und Sicherheitspolitik. Und lassen Sie mich das auch noch erwähnen. Unser Fraktionsvorsitzender hat zu Recht nach den anderen Kollegen Lob verteilt. Aber ich finde, dass gerade unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder sich schon seit Jahren entscheidend für die Religionsfreiheit einsetzt, ihr eine Stimme gibt. Und deshalb möchte ich auch von diesem Volker Kauder einmal herzlich danken für sein Engagement für die Religionsfreiheit, die hier entsprechend ausübt. Und meine Damen und Herren, wir haben in unserer Fraktion einen Stephanuskreis, der sich mit der Verfolgung von beispielsweise Christen in dieser Welt auseinandersetzt. Wir führen Gespräche auch im internationalen Rahmen, um hier der Religionsfreiheit mehr Geltung zu verschaffen. Wir haben jetzt vor, im September einen internationalen Kongress in New York durchzuführen, wo wir das Thema der Religionsfreiheit in den Mittelpunkt stellen, um hier noch mehr dafür Sorge zu tragen, dass sowohl die Durchsetzung und die Akzeptanz der Religionsfreiheit weltweit Geltung verschafft wird. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, um hier auch letztlich zu einer friedlicheren Entwicklung in unserer Welt beizutragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb glaube ich, dass wir alle Parlamentarier die Chance nutzen sollten, gerade auch in den internationalen Gesprächen, uns für die Religionsfreiheit einzusetzen und dafür zu engagieren. Mit dem Eintreten für das fundamentale Menschenrecht der Religionsfreiheit engagieren wir uns für eine friedlichere, für eine freiheitlichere Welt. Die sollte uns, denke ich, Auftrag und Verpflichtung zugleich sein. Und deshalb bitte ich Sie, unserem Antrag zur weltweiten Durchsetzung der Religionsfreiheit zuzustimmen. Besten Dank. Das Wort hat der